Ja, der Botan ist natürlich schon mein Lebenspartner. Botan ist natürlich mein Lebenspartner. Wir verstehen uns sehr gut. Wenn man so lange zusammenlebt, wird der Hund sehr anhänglich. Ein schönes Zusammenleben. Und ja, es ist also schon ein schönes Zusammenleben. Also ich bin sehr selbstständig geworden und ich habe keine Hemmungen. Ich bin sehr selbstständig geworden, habe keine Hemmungen mehr. Früher hätte ich nicht mal den Blindenstock benutzt. Mit dem Hund kann ich das ohne weiteres. Ich habe Hemmungen gehabt und mit dem Hund kann ich das ohne weiteres. Ich bin sehr selbstständig geworden. Schön finde ich es jetzt speziell, wenn irgendwie wartest irgendwo oder irgendwie etwas nicht funktioniert. Du bist nicht allein, oder? Das Besondere ist, man ist nicht allein, steht nicht hilflos da, sondern da ist der Hund, der hilft als Freund, ebenso wie bei der Orientierung. Hast du Wochenende frei? Was mir sehr aufgefallen ist, vorher, als ich mit dem Stock unterwegs war, auffallend war für mich, dass die Leute mir anders begegnen als früher, als ich nur mit dem Stock unterwegs war. Seit ich den Hund habe, kommen die Leute eher auf mich zu. Sie haben eine Brücke, um mich anzusprechen. Sie können über den Hund sprechen. Dann ist eine Barriere überwunden. Und ist schon mal Barriere gebrochen. Ja, jetzt so lange Hund, dass der Hund irgendwie schon fast wie ein Teil ist von mir. Ich habe schon so lange einen Hund, dass er schon fast ein Teil von mir ist. Ich kann mir nicht vorstellen, keinen Hund zu haben. Er gehört zu mir, als sei er ein Teil von mir. Der tägliche Gang mit dem Hund bedeutet ein gewisses Abenteuer. Was bringt der heutige Tag? Was erleben wir zusammen? Das hält mich in Atem und ist sehr schön. Was wird er machen? Und das ist etwas, wo mich irgendwie so in Atem haltet und einfach sehr, sehr schön ist. Das war für mich ein Bubentraum, mit Hunden zu arbeiten. Ich liebe Hunde. Mein Kindertraum war, mit Hunden zu arbeiten. Ich liebe Hunde. Ideal ist die Kombination von der Arbeit mit Hunden einerseits und der sozialen Aufgabe andererseits. Ich kann einem behinderten Menschen zu einer erheblichen Qualitätssteigerung im Leben verhelfen. Ich habe Kontakt mit ihm. Das ist ein wichtiger Aspekt. Die Kombination der beiden Punkte macht diese Arbeit zu meinem Traumberuf. Für mich persönlich zu meinem Traumberuf. Meine Aufgabe ist, zur Hündin Gesundheit zu schauen, bei den Welpen. Meine Aufgabe ist die Gesundheit der Hündin und der Welpen. Die Pflege, das Füttern der Hündin. Dazu die Sauberkeit der Welpen in den Boxen. Später kommt ein Zusatzfutter hinzu, das sonst nicht für all die Welpen reicht. Das ist circa nach 3,5 bis 4 Wochen. Ich wiege die Welpen täglich, später dann jeden zweiten Tag. Das ist wichtig, damit man sieht, wie viel jeder pro Tag zunimmt. Alle Tage wägen und in einem späteren Zeitpunkt jeden zweiten Tag. Das ist sehr wichtig, damit man sieht, wie viel das jeder zunimmt.
Die Welpen sind jetzt 52 Tage alt. Wir machen immer dann einen Welpen. Die Welpen sind jetzt 52 Tage alt. Dann machen wir immer einen Test. Er beinhaltet verschiedene kleine Sachen. Wir spielen mit ihnen, verursachen Geräusche, einen Schlüssel fallen lassen. Wir versuchen, sie mit einem Schirm zu erschrecken. Zwischendurch lockern wir sie immer wieder auf und beobachten ihr Verhalten. Es ist einfach ein bisschen ein Vortest, den man ausprobieren will, den man schauen will. Es ist ein Vortest, um auszuprobieren, ob der Hund schreckhaft ist. Ob er sich also von einem Schreck nicht erholt oder ob er die Sachen untersucht. Also bei den verschiedenen Hunden hat es einen respektive zwei. Bei diesen Hunden gibt es einen oder zwei, die etwas aus der Rolle fallen. Sie sind gehemmt und ließen sich nicht zum Spielen motivieren. Das zeigt mir, dass es Unterschiede gibt. Der Hund darf erschrecken in den verschiedenen Situationen. Aber wichtig ist, dass er sich schnell erholt und nicht in Panik verfällt. Er soll immer wieder neugierig auf die Dinge zugehen, damit spielen wollen. Das sind sehr gute Voraussetzungen. Am Schluss soll er sich vollkommen entspannen können, sich völlig lösen. Das ist der Moment, wenn ich ihn auf den Rücken lege. Das ist sehr wichtig. In einem späteren Zeitpunkt geht man mit den Welpen zweimal in der Woche in die Stadt. Man gewöhnt sie einfach. Zu einem späteren Zeitpunkt geht man mit den Welpen zweimal pro Woche in die Stadt. Man gewöhnt sie an Geräusche und daran, dass sie an der Leine laufen. Die Jungen, die werden betreut bis im Alter von etwa 10 Wochen und gehen dann in sogenannte. Die Jungen werden bis zum Alter von ca. 10 Wochen betreut. Dann gehen sie in eine sogenannte Patenfamilie. Die Patenfamilien haben die wichtige Aufgabe übernommen, den Hund an die Umwelt zu gewöhnen, ihn in das soziale Umfeld zu integrieren und möglichst viel mit ihm zu unternehmen. Dazu kommen die regelmäßigen Tierarztbesuche. Die Familien werden von uns regelmäßig betreut. Wir lassen sie nicht allein. Gesundheitlich ist Ihnen nichts aufgefallen? Etwas Ungewöhnliches? Fressen und Verdauung normal? Ja. Verdauung auch. Ja, das ist auch gut. Hinkt er? Ist Ihnen da etwas aufgefallen? Wenn er müde ist, hinkt er mit den Hinterläufen. In den Hinterläufen. In der Zucht der Schule stellen wir sehr hohe Anforderungen an die Gelenke. In der Zucht stellen wir hohe Ansprüche an die Gelenke der Tiere. Aus diesem Grund röntgen wir seit 15 Jahren die Hüftgelenke der Tiere, die Ellenbogengelenke seit ca. 8 Jahren. Eben 8 Jahre durchröntgen. Da haben wir zwei Hunde, das sind Geschwister. Hier zwei junge Hunde, Geschwister. Der links hat sehr schöne Hüftgelenke. Ich beurteile, ob die Gelenkpfanne eine schöne Tiefe aufweist. Dann die Form des Oberschenkelkopfes und die Form des Halses. Ich schaue, ob sich bereits Auflagerungen im Sinne einer Arthrose zeigen. Hier sieht man nichts Abnormales. Hier sieht man gar nichts Abnormales.
Im Unterschied bei diesem Hund, der Oberschenkelkopf... Im Unterschied dazu dieser Hund, der Oberschenkelkopf liegt gar nicht richtig in der Pfanne. Er hat keine schöne, tiefe Ausbildung. Der Oberschenkelkopf ist verändert. In gewissen Bereichen und am Hals zeigen sich Auflagerungen. Haben wir auch schon Auflagerungen. So ein Hund, ist klar, wird nicht ausgebildet. Dieser Hund wird nicht ausgebildet und nicht zur Zucht benutzt. Er bekommt Schmerzen und wäre als Blindenführhund nicht normal einsetzbar, weil der sehr viel laufen muss. Normal einsetzbar als Blindenführhund, weil der natürlich sehr viel muss laufen. Ich bin am 30. März 1939 geboren. Seit 40 Jahren blind. Ich wurde am 30. März 1939 geboren. Bin seit 40 Jahren blind. Ich sehe noch ganz helles Licht. Ich habe jetzt den vierten Hund, Vasco. Ich habe ihn seit 3,5 Jahren. Der Vasco gehört jetzt zu mir. Er gehört jetzt zu mir, wie meine anderen Hunde zu mir gehört haben. Ich bin relativ konsequent und streng in der Arbeit. Ich verlange von ihm, dass er schön und korrekt arbeitet. Daneben lasse ich ihm die Möglichkeit, Hund zu sein und seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, so wie er mir Gelegenheit gibt, Mensch zu sein. Und seine eigenen Bedürfnisse können wahrzunehmen, so wie er mir auch die Gelegenheit gibt, Mensch zu sein. Was sich verschlechtert hat mit meiner Sehbehinderung. Als ich meine Sehbehinderung verschärfte, gab mir mein Vater das Buch Barrys Augen sahen für mich. Es handelt vom ersten in der Schweiz ausgebildeten Führhund 1920. Ich verschlang das Buch, ohne daran zu denken, dass es je mich betreffen könnte. Denn damals konnte ich noch sehen. Damals habe ich eigentlich noch nicht einmal daran gedacht, dass das etwas für mich wäre, weil damals habe ich ja noch gesehen. Und als ich dann erblindet bin, ist das für mich völlig als ich erblindete, war mir klar, ich will einen Hund haben, der mein Begleiter wird. Das ist mein Weg. Das wird mein Begleiter sein, das ist mein Weg. Meine ersten Kindheitserinnerungen waren, dass ich von Hunden und Pferden fasziniert war. Hin und wieder konnte ich mit meinem Vater auf Visite. Wenn er zu den Patienten ging, inspizierte ich die Stelle. Gab es einen Hund, stürzte ich mich auf ihn, begutachtete und streichelte ihn. Und von da stammt auch meine Liebe zum Pferd. Und von dort kommt meine Liebe zum Pferd. Leider hat Vasco etwas erlebt, kürzlich. Leider hatte Vasco kürzlich ein Erlebnis. Wir wollten Gordon von seinem Außenplatz holen, der mit einer Holztür verschlossen ist. Vasco ging etwas weiter als die Holztür. Alle anderen Außenplätze sind mit Elektrodrähten abgeschlossen. Vasco berührte mit seiner feuchten Nase einen Elektrodraht und bekam einen starken Schlag. Er heulte auf und bis heute kann er an diesem Platz nicht vorbeigehen. Es muss ihm einen grässlichen Zwick gegeben haben. Jedenfalls war das so schlimm, dass er aufgejault hat, hat davon zittern und heute noch nicht an diesem Platz vorbei will. Wir haben jetzt probiert. Wir haben probiert, ihn mit Wurststückchen zu locken. Es wurde etwas besser, aber er geht bis heute nicht dorthin. Ich denke, es sei ein bisschen besser, aber runter hat er immer noch nicht wollen. Ich hoffe, die Zeit wird mir noch ein bisschen entgegenkommen. Ich hoffe, die Zeit hilft, damit er es vergisst oder verkraftet. Oder zum mehr oder weniger verkraften.
Mein Ziel, Papa. Gut, bei. Ich bin 46 und ich hatte im 72 einen Autounfall in Jugoslawien. Ich bin 46 Jahre alt. 1972 hatte ich einen Autounfall und bin seither vollkommen blind. 1988 habe ich mich für einen Hund entschieden und habe seither Botan. Er ist mein erster Hund. Ja, durch. Schon ziemlich Schwierigkeiten kam. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, weil mit einem Hund alles viel schneller geht, als wenn ich mit dem Stock laufe. Mit dem Stock kann man überlegen, wohin man gehen will. Man kann einen Anhaltspunkt suchen. Mit dem Hund läuft man an allem vorbei und muss immer genau wissen, wo man ist. Damit hatte ich am Anfang Mühe. Mit dem Hund laufen wir allem vorbei und muss immer genau wissen, wo man ist. Und da habe ich also am Anfang schon ziemlich Schwierigkeiten gehabt. Aber die Führhundeschule hat mir da auch geholfen. Die Führhundeschule hat mir dabei geholfen. Jetzt hat er sich mit Botan gut eingependelt. Pendelt mit dem Botan. Das funktioniert sehr gut. Gut, ja. Komm, Botan, komm. Machst du den gut? Hattest du am Anfang Orientierungsschwierigkeiten? Ja. Das ist wahrscheinlich nur eine Folge von meinem Unfall, dass ich... Ja, wohl, als Folge des Unfalls. Ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen mehr. Das macht es schwierig, Distanzen zu schätzen, zu wissen, wo man ist. Bis ich einen Weg kenne, muss ich ihn x-mal ablaufen und mir bestimmte Punkte merken. Es ist ein ziemlicher Aufwand, bis ich etwas kann. Wenn ich es kann, dann sitzt es. Muss ich x-mal ablaufen im Sachen merken und so. Und es ist also schon ziemlich Aufwand, bis ich etwas kann. Aber dann, wenn ich es dann kann, dann ist es dort drin. Wenn du mit in den Wald gehst... Hast du dich schon verlaufen? Ja, das ist natürlich... Das gibt es immer wieder. Das passiert immer wieder. Aber zum Glück kann ich dann Botan ins Geschirr nehmen. Er findet den Heimweg immer wieder. Es fragt sich nur, wann. Wenn man keine Anweisungen geben kann, weil man nicht weiß, wo man ist, nützt er es aus und macht noch eine Extrakurve. Mit der Zeit findet man den Heimweg doch. Dann nützt es ein bisschen aus. Macht er noch eine Kurve extra. Aber mit der Zeit kommt man dann schon wieder heim. Ich bin 77 Jahre alt. Am rechten Auge bin ich. Ich bin 77 Jahre alt. Auf dem rechten Auge fast blind. Auf dem linken habe ich einen Sehrest von 10-15%. Schon als Kind war ich sehbehindert. Schon in der Schule. Aber jetzt habe ich den Hund, die Anger. Sie ist sehr lieb, sie ist mein dritter Hund. Jetzt ist sie 7 Jahre bei mir und ist 9 Jahre alt. Und sie ist jetzt 7 Jahre bei mir und sie ist 9. Ich bin ja nicht ganz blind. Ich bin nicht ganz blind, sondern stark sehbehindert. Als Kind konnte ich in der Schule die Tafel nicht erkennen. Ich musste von meiner Nachbarin abschreiben. Trotzdem war ich immer gut, war immer die Erste in der Schule. Trotz meiner Sehbehinderung. Vor 2 Jahren erhielt ich auf dem linken Auge eine Hornhauttransplantation. Aber damit konnte nicht viel erreicht werden. Aber ich habe nicht so viel rausgeholt damit. Also die Gesicht sehe ich nicht gut. Dein Gesicht erkenne ich nicht gut. Kannst du lesen? Nein, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht mehr. Ich gehe zu meiner Nachbarin, sie liest es mir dann vor. Ich kann es nicht mehr lassen. Das habe ich gleich nach der Operation. Gleich nach der Operation konnte ich das noch. Ich hatte große Freude, aber das nimmt sehr ab. Und Fernsehen? Also ich muss ganz nah ans Bild, fast die Nase am Bild haben. Dann kann ich es erhaschen.
Wenn wir dir eine Aufnahme von der Anga zeigen, könntest du sie erkennen? Wenn ich ganz nah heranginge, würde ich es sehen. Anga, ihre Nase. Und jetzt legt sie sich hin. Jetzt schaut sie ganz lieb. Der Schatz. Guten Tag. Ich hätte gern 100 Gramm Nüsse-Salat, ja, bitte. Ich bin im Augenspital gsi und da hat der Arzt gesagt, als ich im Krankenhaus war, sagte der Arzt, ich müsse entweder lernen, mit dem Stock zu gehen oder einen Hund haben. Ich überlegte, wie das mit einem Hund ginge. Wir haben ja nur eine kleine Wohnung. Ich ging in ein Blindenheim. Die Leiterin beantragte sofort einen Hund bei der Invalidenversicherung. Nach einem halben Jahr habe ich einen bekommen. Und dann hat sie gerade um die Frau geschrieben, dass ich einen Hund bekomme. Und es ist ein halbes Jahr gegangen, bis ich einen bekomme. Da hätte ich gerne einen Pfund, bitte. Und dann bitte mit 300 Gramm. Ramos! Ich bin 19, habe wegen einem Judo-Unfall bin ich sehbehindert. Ich bin 19. Seit einem Judo-Unfall bin ich sehbehindert, hochgradig. Ich sehe nur noch hell-dunkel. Helligkeit blendet mich, darum trage ich die dunkle Brille. Das ist seit 3,5 Jahren so. Seit einem halben Jahr habe ich Ramos als Führhund. Ich habe wettkampfmäßig Judo gemacht, also das war eigentlich mein Sport. Ich betrieb Judo wettkampfmäßig. Ja, ja. Dreimal pro Woche habe ich trainiert, ging joggen, war im Kraftraum, machte Judo. Teilweise Kraftraum, also recht intensiv, habe Judo gemacht. Ja. Und ausgerechnet bei deinem Lieblingssport ist der Unfall passiert. Genau. Ramos, komm! Ich konnte mich nie mit dem Stock anfreunden. Also, ich habe lieber jemanden mitgehängt und ja, der Stock nicht. Mit dem Stock konnte ich mich nie anfreunden, hängte mich lieber bei jemandem ein. Erst mit dem Stock merkte ich, alle sehen, ich bin behindert. Das war für mich sehr hart. Darum war der Stock eine unmögliche Sache. Am Anfang fiel ich in ein tiefes Loch, dachte, ich könne nichts mehr machen. Blind sein, das hieß, nichts mehr machen können. Das war am Anfang hart. Ronny, ein Bekannter, hat seinen Hund vor mir bekommen. Das fand ich super, so einen Führhund. Ich merkte, was dadurch alles einfacher würde. Man hat einen Freund fürs Leben. Das habe ich bei Ronny gemerkt. Für mich war sofort klar, ich muss auch einen Hund haben. Und ja, es gibt einen Freund fürs Leben. Und hat das beim Ronny eben sehr stark gemerkt. Für mich war es in der ersten Woche klar, dass ich etwas muss ich auch haben, einen Hund. Ich bin 24, bis seit dem Juni 1994 bin ich sehbehindert. Ich bin 24. Seit Juni 1994 bin ich sehbehindert. Ich habe einen starken Röhrenblick. Meine Führhündin Divina habe ich seit dem 1. April 1996. Ich leide an einer genetischen Krankheit, Retinitis pigmentosa. Sie wurde 1994 entdeckt. Schon seit meiner Kindheit war ich in Behandlung bei einem Augenarzt wegen einer starken Kurzsichtigkeit. Die Krankheit wurde erst spät entdeckt. Retinitis pigmentosa ist eine Krankheit, die sich bei mir als Röhrenblick auswirkt. Ich sehe nur noch, wie durch eine Röhre, als blickte man durch einen Trinkhalm. Zuerst wollte ich eigentlich Physiotherapie machen, weil es mich interessiert, mit Menschen umzugehen. Zuerst wollte ich Physiotherapeut werden, weil es mich interessiert, mit Menschen umzugehen. Das ging aus verschiedenen Gründen nicht. Die Handelsschule ist eine gute Grundlage, um weiter aufzubauen.
Ich wollte schon mal einen Hund, also schon lange eigentlich. Ich wollte schon lange einen Hund. Ich wollte die Polizeischule und den Hundeführer machen. Als das wegen der Sehbehinderung nicht ging, sagte ich mir, statt des Polizeihundes habe ich jetzt einen blinden Hund. Statt der Polizeihund habe ich jetzt einen blinden Hund. Der Prozess von Neuorientierung. In welcher Phase des Prozesses der Neuorientierung steckst du jetzt gerade? In dem Prozess, wo ich damit leben kann, aber es nicht akzeptieren kann. In dem Prozess, wo ich zwar damit leben, aber es nicht akzeptieren kann. Also ich lerne damit umzugehen. Ich lerne damit umzugehen, habe meinen Lebensinhalt danach ausgerichtet, aber es gibt immer noch Dinge, die mir Mühe bereiten. Ich habe das Gefühl, nie ganz darüber hinwegzukommen. Das kann wohl niemand, der je sehen konnte. Aber man kann das Beste daraus machen, das probiere ich. Wer macht dir Mut? Mut, dass nicht aufgibst. Vor allem meine Freundin Chantal und ihre Familie, die mir sehr beistehen und helfen. Dort habe ich ein zweites Zuhause. Einfach fast zu jetzt daheim ist für mich. Ich wollte Hochbauzeichnerin werden und dann Architektur studieren. Mich hat Kunst sehr interessiert. Das geht natürlich nicht mehr. Dann habe ich mal die öffentliche Schule abgeschlossen. Ich hatte Zeit, mir zu überlegen, wie weiter. Jetzt gehe ich in eine ganz andere Richtung, möchte mich für Behinderte einsetzen, eventuell Jura studieren oder etwas anderes, um mich für Behinderte einzusetzen. Oder etwas anderes einfach für Behinderte einsetzen. Das ist eigentlich mein Ziel, auch beruflich. Was ich sehr gerne mache, ist natürlich mal mit dem Hund rausgehen. Mit dem Hund etwas zu unternehmen, hat für mich Priorität. Lange Spaziergänge an der Aare oder sonst etwas. Ich mache so wenig wie möglich ohne Hund. Ich reise gern. Eine Amerika-Reise habe ich hinter mir und schon bald wieder eine vor mir. Daneben probiere ich alles aus, was mir gefällt. Auto fahren, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, auf einem Platz, wo ich niemanden gefährde. Und ich niemand gefährden kann. Woher die Lust am Autofahren? Ich war schon immer Autofan. Ich war immer ein Autofan. Ich habe sehr bedauert, dass ich wegen der Kurzsichtigkeit nicht Autofahren durfte. Mir gefällt das Ganze drum und dran am Auto. Und das ist bis jetzt geblieben. Mir gefällt einfach alles drum und dran am Auto. Jetzt nach links. Wieder grad.
Im Vortraining wird der Hund auf seine Eignung geprüft. Die Eignung des Hundes wird geprüft. Mit dem Schusstest wird sein Verhalten getestet, wenn in unregelmäßigen Abständen aus verschiedenen Kalibern geschossen wird. Das sind einerseits Hunde, die praktisch nicht reagieren, nicht mal den Kopf drehen und der Schwanz bleibt oben. Sie gehen ganz aufmerksam mit dem Begleiter mit, wollen spielen, beobachten die Gegend, reagieren nicht auf die Schüsse. Haben die Gegend beobachtet, haben in keiner Art und Weise reagiert, wo es geschossen hat. Auf der anderen Seite haben wir die gehabt. Dann sind da Hunde, die sofort hinschauen, wenn der Schuss ertönt. Ihr Schwanz senkt sich, sie versteifen sich, blockieren so, dass sie fast in eine Verkrampfung geraten und sich nicht weiter bewegen wollen. Sie lassen nur unwillig mit sich spielen. Weiter bewegen und nur noch unwillig oder sehr zäh überhaupt haben mit sich spielen. Schussangst. Schussangst verstärkt sich erfahrungsgemäß mit dem Alter. Wird ein Hund ängstlicher, hat das beträchtlichen Einfluss auf seine Führarbeit. Das kann Sehbehinderte dann zum Teil in gefährliche Situationen bringen. Dass sie die Sehbehinderten nicht in gefährliche Situationen führen, wenn es knallt und der Hund im Geschirr fliehen will, blockiert oder umkehren will. Gefährliche Situationen für den blinden Haarfeier. Wenn ich einen Hund zur Ausbildung bekomme, gewöhne ich ihn als erstes an mich. Das fängt mit der Pflege am Morgen an. Wenn ich mit ihm in der Stadt bin, arbeite ich nicht nur im Geschirr mit ihm, sondern ich lasse ihm Zeit, sich an der Leine zu versäubern, zum Spielen und Schnüffeln. Nach einigen Tagen gehe ich zu mehr Arbeit über. Am Anfang muss der Hund einfach gern ziehen, gern vorauslaufen. Am Anfang lasse ich den Hund gerne ziehen, vorauslaufen. Als erstes lehre ich ihn, an Bordsteinen und Treppenabgängen anzuhalten. Beim Straßenüberqueren ist in einem weiteren Schritt zu lernen, wenn es aufwärts geht, eine Treppe hinauf oder einen Bordstein. In einer späteren Phase kommen die verschiedenen Hindernisse an die Reihe. Es beginnt mit Seitenhindernissen. Der Hund lernt, Seitenhindernisse möglichst großzügig zu umgehen, damit der Sehbehinderte Platz hat. Der Hund muss lernen, Bodenhindernisse anzuzeigen. Das können Schläuche sein, aber auch jegliche Art von Löchern, Gruben, Baustellen oder Bahnsteige. Der Hund muss lernen, mit möglichst großem Abstand darum herumzugehen oder wegzuziehen. Oder auf der Bahnhof Bero, wo es nebenan abgeht, muss der Hund auch in möglichst großem Abstand davon weglaufen, wegziehen, dass der Sehbehinderte nicht in Gefahr kommt. Wir tun einfach beim Hund den natürlichen Widerstand ausnutzen, den er hat. Wir nutzen den natürlichen Widerstand des Hundes aus. Wir gehen auf einen Graben zu, ziehen ihn hinüber. Dann leistet er Widerstand, weil er nicht in den Graben fallen will. Dann wird er gelobt und lernt so. Was wir vom Hund nicht wollen, machen wir unangenehm für ihn. Was wir von ihm wollen, dafür loben wir ihn. Was in einem späteren Schritt kommt, sind auch Höhenhindernisse. Später folgen Höhenhindernisse. Das sind die für den Hund am schwersten erkennbaren Hindernisse. Gleichzeitig sind es für den Sehbehinderten die gefährlichsten Hindernisse, weil er sich daran am Kopf verletzen kann. Dort muss man auch gezielt mit dem Hund immer und immer wieder üben. Das muss man gezielt immer wieder mit dem Hund üben, dass er vor Höhenhindernissen anhält oder sie umgeht, je nach Situation. Die Ausbildung tun wir auch natürlich den Fähigkeiten. Die Ausbildung wird den Fähigkeiten des Hundes angepasst. Wir rechnen mit durchschnittlich 6 bis 9 Monaten Ausbildungszeit. Sie kann aber auch kürzer sein oder auch länger. Das heißt aber nicht, dass ein Hund, der länger braucht, schlechter ist. Das heißt aber nicht, dass der jeweilige Hund, der länger hat, wegen dem schlechter ist. Für einen Sehbehinderten kostet der Hund nichts. Den Sehbehinderten kostet der Hund nichts. Er erhält Vergütungen der Invalidenversicherung. Diese Beträge decken unsere Kosten bei weitem nicht. Alles, was darüber hinausgeht, finanziert die Schule durch Gönnerbeiträge. Wir haben jedes Jahr gewisse Ausfälle. Der Hund ist ein Lebewesen. Es lässt sich nichts vorausbestimmen. Es ist nicht eine Maschine, die wir vorbestimmen können. So und so viel können wir brauchen für die Ausbildung und so nicht.
Die Zahlen variieren sehr stark. Wir können im einen Jahr die Zahlen variieren stark. In einem Jahr können wir weniger Ausfälle haben, zwischen 10 und 20%. In anderen Jahren können wir 30 bis 40% Ausfälle unter den Hunden aus unserer Zucht haben, die wir ausgebildet haben. Ein Junghund, der sich aus irgendeinem Grunde nicht eignet, geht zurück in seine Patenfamilie, wenn sie ihn möchte. Sonst haben wir eine lange Warteliste von Familien, die sich um einen solchen Hund bewerben. Diese Tiere gehen sozusagen in Frühpension und werden normale Hunde. Und war der normale Familienhund. Ja, ein Jahr müssen warten. Ich musste ein Jahr auf meinen Führhund warten. Dann riefen sie an und sagten, sie hätten einen ausgebildeten Hund, ob ich ihn ansehen wolle. Ich ging hin. Das erste Mal war ganz komisch. Er war schüchtern und zurückhaltend. Das sollte mein Hund werden. Ein komisches Gefühl war das. Und ich dachte, das gibt mein Hund, oder? Also, es war ein komisches Gefühl. Ich interessiere mich für einen Führhund. Weil er hilft mir, durch das er mich führt. Und ich interessiere mich für einen Führhund, da er mir hilft, indem er mich führt. Er wird für mich zum Freund, stelle ich mir vor. Das finde ich eine gute Voraussetzung, auch für das Gehen. Immer mit dem Blindenstock zu gehen, ist eigentlich unangenehm. Mit einem Tier ist das ganz anders. Mit dem Blindenstock laufen, das ist eigentlich unangenehm. Es dunkelt mich mit so einem Tier, das ist ganz anders. Josh, das ist ein blonder, ja, grosser Rüde. Josh. Josh. Ja, ist herzig. Hey. Ist jetzt hier auf dem Pflegetisch. Ja. Wir sind immer interessiert, wenn etwas Neues kommt. Hast du ihn so vorgestellt? Ja, der würde mir jetzt gefallen. Der würde mir wirklich gefallen. Ich weiß noch nicht, wie es ist, mit ihm zu gehen. Das ist wohl was anderes, als wenn er jetzt da oben sitzt. Das ist dann ein bisschen anders, als wenn er jetzt hier oben ist. Ja, ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber da gewöhnt man sich schnell. Das ist am Anfang ungewohnt, aber man gewöhnt sich schnell daran. Also ich habe ihn an der Leine und du... Also ich habe ihn an der Leine und du hältst ihn mit der linken Hand. Der Hund geht immer links. Den Arm möglichst locker hängen lassen. Bewegung auch gut spüren. Gut. Weit, Josh? Ist ja brav. Meiner Meinung nach ist eine der häufigsten Schwierigkeiten, dass der Sehbehinderte... Die häufigste Schwierigkeit ist, dass der Sehbehinderte hundertprozentiges Vertrauen in den Hund haben muss. Er muss sich wirklich dem Hund überlassen. Jetzt führt er mich um Hindernisse herum. Ein geübter Langstockgänger muss sich umstellen, dass ihn jetzt der Hund führt. Er muss 100% Vertrauen aufbringen. Das ist wohl das Schwierigste an der ganzen Sache. Am Anfang dachte ich, meine Entscheidung sei besser als die des Hundes. Wenn ich sage, jetzt links, ist das sicher so. Wenn der Hund links sagt, konnte ich mir nicht vorstellen, dass er es besser weiß. Die Umstellung, ihm voll zu vertrauen, ist am Anfang schwer. Und es ist noch komisch am Anfang, die Umstellung ihm zu vertrauen voll. Also das erste Mal, als ich Divina ins Führgeschirr durfte, das ist mir also schon noch... Der Moment, als ich Divina das erste Mal im Geschirr nehmen durfte, ist mir immer noch präsent. Es war ein Freiheitsgefühl irgendwie, ich habe gar nicht Angst. Das war ein Freiheitsgefühl. Ich hatte keine Angst. Divina läuft sehr sicher. Obwohl sie mich kaum kannte, ging sie sehr sicher. Ich selbst war vorher sehr nervös, aber der Hund gab mir eine sehr große Sicherheit. Ich dachte, kommt sehr gut. Aber der Hund hat mir eine sehr grosse Sicherheit gegeben. Josh, Biglietta. Biglietta. Brav. Wie bringt man einem Hund ein Hörzeichen bei? Zum Beispiel einen Kassenschalter zu finden? Man tut den Hund in einem ersten Schritt. In einem ersten Schritt dirigiert man den Hund dorthin. Dort sagt man ihm immer wieder das Hörzeichen. Wenn er dann stehen oder sitzen bleibt, wird er sehr stark gelobt. Durch regelmäßige Wiederholung und Übung festigt sich das im Hund. Wird fest gelobt an dem jeweiligen Ort, wo er ahnen muss. Und durch regelmäßige Wiederholung und Üben tut man das im Hund festigen. Es gibt aber ganz klar Punkte, wo der Hund nicht kann.
Der Hund kann ganz bestimmte Sachen nicht. Er kann nicht Rot und Grün an der Ampel unterscheiden. Er kann nicht den Verkehr abschätzen, wie schnell sich die Autos nähern oder wie gefährlich ein Fahrrad ist, das man fast nicht hört. Er kann dem Sehbehinderten nur anzeigen, dort ist der Bordstein, der Zebrastreifen, die Ampel. Dann entscheidet der Sehbehinderte, jetzt gehen wir oder wir warten. Was habe ich? Der Eschenplatz empfinde ich vielleicht als schwierig, weil er besteht aus vielen verschiedenen Inseln. Den Eschenplatz empfinde ich als schwierig, weil er aus kleineren und größeren Inseln besteht. Sie liegen nicht unbedingt parallel zueinander. Das macht ihn schwierig. Zwischen den Inseln hat es keine Fußgängerstreifen, so dass man den Schutz von dem. Zwischen den Inseln sind keine Fußgängerstreifen. Man hat keinen Schutz. Manchmal kreuzen sich mehrere Straßenbahnen. Stehe ich am Inselrand, kann von links eine kommen und vor mir anhalten. Vielleicht steht aber auch schon eine da. Dann herrscht so großer Lärm, dass ich schwer unterscheiden kann, ob von der anderen Seite eine Straßenbahn kommt oder nicht. Kommt jetzt von der anderen Seite ein Tram oder nicht? Und das macht den Übergang dann schwer. Ich gehe immer mit der Gewissheit über, der Hund macht es richtig. Wenn ich selber hören muss, ob eine Straßenbahn von rechts kommt oder nicht, entsteht Unsicherheit. Die hängt aber nicht mit dem Hund, sondern mit mir selber zusammen. Ist der Lärmpegel zu hoch, dass ich nichts höre? Ich nicht mit dem Vasco zusammen, sondern ich hänge mit mir selber zusammen. Höre ich jetzt das auch wirklich? Ist der Lärmpegel so hoch, dass ich es nicht höre oder höre ich es? Bravo, Vasco, bravo! Ich habe mit der Divina zwei Schwierigkeiten, und zwar die grösste Schwierigkeit ist ihre Verfressenheit wahrscheinlich. Zwei Schwierigkeiten gibt es. Die größte ist wohl ihre Verfressenheit. Überall steckt sie ihre Nase hinein und frisst alles, was sie bekommt. Sogar die Beeren direkt von den Sträuchern. Das Zweite, was mir Mühe macht, sie ist ein sehr selbstständiger Hund und im Führen sehr sicher. Wenn sie frei ist, wirkt es sich so aus, dass sie herumtollt. Ich muss 3 bis 4 Mal rufen, bis sie überhaupt kommt. Das macht mir am meisten Probleme. Und das wäre rufen, dass ich etwa 3-4 Mal rufen muss, bis sie endlich mal durch den Umweg kommt. Und das ist das, was mir am meisten Problem macht. Divina, no, piede! Piede, Divina, komm, piede! Wo ist Divina? Piede, komm hier! Divina, no, piede! No, piede! Ich bin Knudler. Ja. Wir haben das Konsum in der Nähe. Und dann, als ich den Hund frisch hatte. Als ich den Hund erst kurz hatte, dachte ich, jetzt kann ich mit dem Führhund in den Laden. Ich ging hinein. Doch die Geschäftsführerin erklärte, der Hund müsse hinaus. Ich sagte, mit einem blinden Führhund dürfe man in alle Geschäfte. Es hieß, Hund ist Hund, der muss raus. Also erklärte ich Bhutan, dass wir halt in einen weiter entfernten Laden gehen. Dort hatte ich keine Probleme. Und Bhutan gesagt, ja gut, dann gehen wir halt ins Migros und dann sind wir halt ein bisschen weiter ins Migros gegangen und dort haben wir kein Problem gehabt. Ja, Schwierigkeit gehabt mit dem Ramos, weil er angegriffen wurde vom Schäfer. Ich hatte mit Ramos Mühe, weil er mal von einem Schäferhund angegriffen worden war, als er das Führgeschirr trug. Er war unverletzt, aber seither hat er vor Hunden Angst. Er führte mich an keinem Hund mehr vorbei. Das war schwer, weil die Unsicherheit wieder da war. Er blieb einfach sitzen und tat nichts mehr. Er ist einfach geblieben hocken und hat nichts mehr gemacht. Divina und ich sind Aar entlang spazieren, wie wir das öppe machen. Wir gingen an der Aare spazieren und begegneten einem Drogensüchtigen mit seinem Hund. Divina unterwirft sich einem anderen Hund. Trotzdem hat der andere Hund sie angegriffen. Ich wurde wütend und schlug mit dem blinden Stock auf den anderen ein. Dann haut er ab. Wir tun alle Leute immer wieder. Von Herzen bitten, wenn sie vier Hunde halten. Wir bitten alle Hundehalter, wenn sie Führhunde sehen, doch ihre Hunde prinzipiell an die Leine zu nehmen und zu warten, bis die Hunde vorbeigegangen sind. Vor allem in gefährlichen Situationen wie im Stadtverkehr. Wie in der Stadt, im Verkehr.
Es ist ein Unterschied auf dem Lande. Wenn ein Sehbehinderter seinen Hund auch freilaufen lässt, dann können die Hunde problemlos Kontakt miteinander haben. Welche Folgen kann das haben? Schlimmstenfalls kann der Hund nicht mehr eingesetzt werden und wir müssen für den Sehbehinderten einen Ersatz finden. Für den Sehbehinderten ist es tragisch, wenn er seinen Kameraden zurückgeben muss. Auch vom finanziellen Aspekt her ist es tragisch. Die ganze Arbeit war umsonst. Das ist für alle Beteiligten nicht angenehm. Bis zum Schluss war es umsonst, für nichts. Und da kann man sich vorstellen, dass das für alle Parteien, für alle Beteiligten nicht angenehm ist. Divina ist jetzt 4 Jahre alt. Wir haben schon manchmal überlegt, wie das wird sein. Divina ist jetzt 4 Jahre alt. Ich überlege oft, was passiert, wenn sie für den Dienst untauglich wird, altershalber oder gesundheitshalber. Ich verdränge den Gedanken. Es ist schon sonst schwierig, ein Tier gehen zu lassen. Das weiß jeder, der schon einmal ein Tier hatte. Aber in so einer Partnerschaft wie zwischen dem Sehbehinderten und dem Führhund ist es noch viel schwieriger. Und ich hoffe, dass Divina stirbt, damit ich sie nicht weggeben muss. Das könnte ich nicht. Und ich hoffe, dass Divina wird sterben und nicht, dass sie weggeben muss. Das könnte ich nicht. Das habe ich mir auch überlegt. Das wird hart sein. Der Hund sollte bei mir bleiben können. Ja, das ist schön. Ja, wenn er natürlich nicht mehr führen kann. Wenn er nicht mehr führen kann, könnte ich ihn nicht mehr behalten. Hoffentlich findet die Hundeschule einen guten Platz für ihn, damit er dort seine Tage verbringen kann. Dann kommt die Zeit, dass ich mich an einen neuen Hund gewöhnen muss. Noch seine Tage kann verbringen. Und dann kommt einfach die Zeit, wo ich mich wieder an einen neuen Hund gewöhnen muss und die ganze Sache wieder von vorne angeht. Es hat Sehbehinderte, die wollen sich bis zum Letzten nicht trennen. Manche wollen sich nicht trennen von ihren Hunden. Einige haben ihren Stock wieder benutzt und ihren alten Hund an der Leine mitgeführt, bis es wirklich nicht mehr ging. Angegissen, Miss Döppeli. Brava, brava. Jo, du lieber Schatz, jo, du liebe, liebe. Wo hat der Hund eigentlich sein Plätzchen? Wo ist der Platz des Hundes? Meistens liegt sie auf dem Meistens in meinem Bett. Ja, weil sie hat drin. Sie hat einen Korb, in dem sie 8 Stunden liegt und ein paar Stunden kommt sie auf meine Füße. Das erlaube ich ihr. Sie fragt und ich sage, spring herauf. Wäre sie nicht bei mir, würde ich immer denken, wo ist sie bloß? Ist sie krank? Sie kommt mich fragen, dann sage ich, komm, spring auf. Wenn sie da nicht bei mir wäre, denken sie immer, wo ist sie? Ist sie krank? Dann gehe ich sie suchen. Was bedeutet sie dir? Mir bedeutet sie alles. Alles. Freiheit gibt sie mir. Liebe. Das ist so schön. Wo ich bin, ist auch das Tier. Das finde ich etwas sehr Schönes. Weißt, das ist so etwas Schönes, wenn das Tier zu mir kommt. Wo ich bin, ist das Tier bei mir. Und das finde ich so etwas Schönes. Gehört zur Familie. Sie gehört zur Familie, in diese Wohnung. Ich könnte sie nie im Zwinger haben. Auch wenn sie Mist macht, gehört es dazu. Sie ist manchmal wie ein Kind. Gehört sie, ja, ist wie ein Kind fast manchmal. Sehr wichtig ist für mich mein Hund. Mein Hund ist mir sehr wichtig. Vielleicht sogar das Wichtigste, weil ich mir ohne den Hund das Leben nicht vorstellen kann. Wenn die Arbeit mit meinem Hund stimmt, das Verhältnis zwischen uns, erst dann bin ich ein ganzer Mensch. Ich kann mir das Leben nicht vorstellen. Und wenn es stimmt, wenn die Arbeit stimmt mit meinem Hund, wenn das Verhältnis stimmt mit meinem Hund, dann bin ich irgendwie erst ein ganzer Mensch.